Hallo, willkommen wieder zurück bei Let's Play A Rome Total War. Wir hatten hier eine sehr angeschlagene Flotte, wie man sieht. Eine fast schon komplett aufgeriebene Flotte. Die rüsten wir mal wieder fort. So, wir haben einige Städte, die gewachsen sind. Und wir haben einige andere Sachen. Denn wir haben viele Sachen fertiggestellt, fertig gebaut. Deswegen, ja, bauen wir an den entsprechenden Orten mal weiter. Oh, ja, komm. Warum nicht? Obwohl Karthago eine super geile Hauptstadt wäre. Bericht. Lugdunum. Da ist irgendwas fertig geworden und jetzt bauen wir die Arena oder Schmierrüstungsbau. Ja, Arena. Komm, bauen wir die Arena. In Lugdunum ist das Forum fertig geworden. So. Samarubriva hat endlich einen Hafen. Und jetzt kommt da der Tempel des Jupiter hin. Corduba. Kriegt von mir. Auch was. Nämlich eine große Steinmauer. Und Bordesholm. Da bilde ich ein paar Truppen weiter. Und die kriegen einen schönen Tempel des Jupiter. General. Generalissimo. So, dann stoppen wir die Belagerung unserer schönen Stadt. Zack. 24.000! Da-da-da-fug. Ja, komm. Wir haben über 230.000 Denare, also ist das vollkommen irrelevant. So. Juvavum wächst. Das bedeutet, Statthalter wird damit gebaut. Das war Juvavum, dann Condate wächst auch. Dann wollen wir hier den Statthalter belassen. Und Aretium wächst. Dort bauen wir den Palast des Prokonsuls. Aretium wächst. Super. Freut mich sehr. Könntet ihr mir sagen, was die hier zu suchen haben? Die gehen mir so tierisch auf den Keks. Sollen sich hier verpissen. Das war krass, ne? Die Skipionen, die haben hier drei Provinzen. Von denen hier mal abgesehen. Aber so, hier in Italien haben sie drei Provinzen. Capua fast nicht bewacht. Messana an sich, sobald die weg sind, weil ich gehe davon aus, dass die verschwinden werden. Was ich eigentlich machen könnte, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich könnte ein paar Spione ausbilden und sie dann immer hier schön durch die Gegend schicken. Okay. Boah, jetzt wird's warm. Jetzt ist es hier schon warm. Die haben wahrscheinlich auch nichts mehr zu bauen, ne? Nee. Okay, gehen wir in die... Oh. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. So, was macht Numidien denn als nächstes? Fuck. Doppelt und dreifach. Sind normale Bogenschützen gut. Das ist schon mal schön. Habe ich Bogenschützen? Ich habe keine Bogenschützen. Habe ich Kavallerie? Ich habe
kaum nennenswerte Kavallerie. Balhanno ist ein Erbe. Ja, die haben viele Speerwerfer. Naja, ich würde sagen, wir schlagen die Schlacht natürlich. Und angreifen tun uns die hier. Das bedeutet, wir können uns jetzt auch erstmal auf die hier konzentrieren. Und ich meine, wir haben auch viele Speerwerfer. So ist es ja nicht. Aber. Alles klar, komm. Schlagen wir die Schlacht. Ich weiß nicht, wann wir gestartet haben. Vor 5 Minuten. Vor 6 Minuten. Qua caret ora cuore nostro. Welche Küste, die unseres Blutes ermangelt? Horas. Die Nordseeküste. Die Nordseeküste. Heute ist ein Tag der Schlacht. Solange wir Römer zusammenhalten, kennen wir keine Niederlage. Wir freuen uns auf den Sieg. Heute treten wir den Kriegern Numidiens entgegen. Es sind mutige Feinde, doch gerade deswegen ist unsere Feindschaft bedauerlich. Ich denke, in diesem Spiel sind sie zuerst am Zug. Zahlenmäßig sind wir uns ebenbürtig, doch das ist nicht das einzig Entscheidende. Allerdings sind wir die Stärkeren. Jeder einzelne von euch ist besser als sie. Merkt euch das und lasst euch dadurch Mut geben. Ihnen mangelt es an Speerträgern, was unserem großen Reiterkontingent nur von Nutzen sein kann. Diese Narren haben noch nie gegen mich gekämpft. Ich werde ihnen eine böse Überraschung bereiten. Ihr kennt meinen Ruf und meine Fähigkeiten. Ich sage euch, die Armee, die mir eine Stadt abbringt, ist noch nicht rekrutiert worden. Ihr kennt meinen Ruf und meine Fähigkeiten. Ich sage euch, die Armee, die mir eine Stadt abbringt, ist noch nicht rekrutiert worden. Was? Wie eiskalt er sie wiederholt hat. Das Problem ist, wir verteidigen keine Stadt. Du Affe. So, wir müssen mal gucken. Und da ist die Stadt. Das bedeutet, die werden von hier kommen. Ja, von hier. Also von hinten kommen auf jeden Fall. Oh, hier ist eine schöne Kreuzung. So, Leute. Dann... Ach, Mann, das wird so ein Schlachtfest. Es wird viele Tote geben. Ich sag's direkt. Nicht, dass mir dann einer sagt... Hättest du uns nicht warnen können? Ich hab euch gewarnt. Numidische Söldner kämpfen gegen die Numidier. Oh. Du schreckliches Schicksal. So. 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 Marschiert-Formation. So. 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 Schön kompakt. Einheiten formieren. Einheiten. So. Einheiten haltet Stand und kämpft. Einheiten marschiert ohne Befehl feuern. Nein, Säuderer. Haltet Stand und kämpft. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Ah, gut, okay. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit jetzt vom Mikrofon entfernt. Also, so wie ich das sehe, ich könnte... Upsala, nee. Ich könnte es wagen, mit meinen Generälen da ein bisschen vorzustürmen. Vor allem die Speerträger sind sehr anfällig gegen Kavallerie, das ist ja wohl logisch. Einheiten
ja, wenn die mir schon so entgegenkommen, sorry, dann. So, bereiten wir sie platt. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Da sind noch ein paar, die stehen geblieben sind. So. Na, verbrauchen nicht eure ganze Munition, ihr Affen. Die haben tatsächlich ein paar Soldaten verloren. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Super, das freut mich sehr. So. Sollen die ruhig fliehen? Mir geht es nicht darum, alle aufzuräumen, sondern die Schlacht hier irgendwie zu bestehen. Ja, aber die Kavallerie, die könnten die jetzt noch mischen. So. Langschildkavallerie, was? Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Das ist nicht so schön. So, stopp, warte. So, was ist das? Lauf weg. Ich soll mich um die schwer zu sagen. Wäre, glaube ich, keine ganz allzu schlechte Idee. Auf jeden Fall auf den dort. Die müssen da weg. Grandios. Ich könnte sie umgehen. Die Wüsteninfanterie. Und die hole ich darüber. Lob sei den Göttern. Zack. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Nein. Ich hab gesagt, verpisst euch, ihr Wichser. Ihr blöden Affen, ey. Ganz ehrlich. Was soll das denn?
Ey, dass das manchmal echt nicht greift, das ist... Ja, zieht euch zurück. Und ihr müsst da erstmal ein bisschen weg. Die habe ich sehr gebraucht. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. So, Schlacht beenden. Der Feind ist völlig am Boden. Ein vernichtender Sieg, der eines großen Generals würdig ist. Finde ich auch. So, ich glaube, wir haben noch 4 Minuten oder so. Das bedeutet, die Schlacht war hatte eine ganz angenehme Länge. Römischer General, der wahrscheinlich hat eine Erfahrung erhalten. Und genauso wie die numidischen Söldner. So, mein General hat natürlich die meisten Schaden, den meisten Schaden zugefügt und den fast den wenigsten erlitten. Prinke, ja, gut. Die haben gar keinen Trumpf verloren, schon klar. Verluste geheilt, oder? Ja, das ist bei denen ja aber eher uninteressant, weil die werden sowieso immer wieder hergestellt. Okay. Fortsetzen. Teile und herrsche. Dividende et impera. Nicht nur ein militärischer Leitspruch, das wird auch heute schon in der Politik praktiziert. Dimidi. Dimidi. Irgendwie so. Ist das. Das ist gut. Den nehme ich. Was? Was? Bauern, Jukula! Bauernangriff 13, Defensive 14, Rüstung 3, Verteidigungsfähigkeit 11, What the fuck? What the fuck? Heute einig, Mann! Siedlung wird belagert! Ich hab hier. Ich hab Triage. Ey, die Schlacht ist gewonnen. Oh Mann. Ich hätte auch gerne mal so geile Truppen. General, bereit machen für den Kampf. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Mhm. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das ist. Ach, hier ist eine. Na klar. Logisch. Euer Ehren. Pioniere. What? Wat? Ja, geil. Hey. Super. Ich bin doch echt. Euer Ehre. Nee. Das ist echt nicht witzig. Clavus Celsus, altgedienter Centurio. Cool. Welcher ist das? Ach, der Typ. Der ist 22. Ist 22 dann schon ein altgedienten Centurio. Ja, das ist doch gut. Das gefällt mir so. Baubericht. Mediolanum, Eindrucksvoll, Tempel des Jupiter ist durch. Zack.
So, weiter geht's. Nabomatius Schiffswerft ist durch. Dann kriegen die jetzt eine Arena. Lemonum Hauptstraße ist fertig. Dann bauen wir den Tempel des großen Tempel des Jupiter. Schwimmen wir da erstmal in den nächsten Hafen. Scheiß. Scheiß Piraten. So. Wehrkaserne. Leptis Magna, ja. Bringen wir die Stadt erstmal ein bisschen zu wirtschaftlichem Reichtum. Was ist mit dir? Wie alt bist du? Du bist 37, du kannst da noch ein bisschen stehen. Die haben da nix. Und warten vergeblich auf etwas. So, fertig. Sehensmission erteilt. Oh, das ist so unfair, ey. Das ist so kacken. 30, also so eine Rebellensiedlung dann. Nein. Keine Rebellensiedlung. Nein. Nee, nee, Freundchen. Vergiss es. Hättest du gerne. Neue Karthago ist auch. Hat auch wieder irgendwelche Probleme. Oh Mann. Oh Mann, 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 oh Mann. Skalabis. Wann wächst du? Wann wächst du? Jupiter. Hatte ich nicht gesagt? Hatte ich hier keine? Hä? Bin ich jetzt völlig bedeppert? Hatte ich hier nicht gesagt, er soll... Die sollen hier Velites rekrutieren? Ey, das ist jetzt Bullshit. So, ganz wichtig wäre jetzt eine Sache zu wissen. Das ist ein Erbe, okay. Das wird extrem teuer. Die nächste Stadt ist die hier. Obwohl, naja. Also eigentlich. Ich meine, ich hatte auch einige vernünftige Truppen. Nicht viele zugegeben, aber ich schau mal. Ich kaufe ihn nicht auf, vielleicht verteidigen wir uns da ja schön. Ist das schon der neue Part? Ich wette nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße, habe ich zwischendurch jetzt eine Pause gemacht oder nicht? Euer Ehren. Pioniere. Denn ansonsten nehme ich schon fast eine halbe Stunde auf. Und ich glaube, ich habe da... Nein, wir haben die Schlacht geschlagen. Danach die Runde beendet und ich habe das durchgearbeitet. Nee. Nee, ich habe den Part nicht beendet gehabt. Gut, dann beende ich ihn jetzt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich mega gefreut, dass ich einen weiteren Part für euch aufnehmen durfte. Das ist anscheinend von euch auch noch... auch keine allzu großen Proteste kommen wegen der Länge des Let's Plays, wegen der langen Dauer, obwohl, naja, viele Projekte haben teilweise, also jetzt nicht bei mir, aber so auf YouTube haben da so viele mehr, so viel größere Länge, als ich sie habe. Naja, das ist dann so, ne? Marco Mani. Ja, das ist ein... Naja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, beim nächsten Part seid ihr auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Rome Total War. Wir hören uns dann. Wir sehen uns ja noch nicht.
Wir hören uns vielleicht irgendwann mal nochmal mit Facecam. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel, aber vielleicht irgendein anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hasana. Ciao.